Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Das sind Barney. Super. Und Hamlet. Einige von euch haben es mitbekommen über Instagram. Barney hatte vor, es ist ein knappes Jahr jetzt her, einen Bandscheibenvorfall. Das war ziemlich heftig für uns alle und es war ein ganz schleichender Prozess. Also es gibt ja auch diesen plötzlichen Bandscheibenvorfall, dass der Hund sich dann plötzlich nicht mehr bewegen kann, die Hinterbeine nicht mehr bewegen kann. Bei uns war das so, dass Barney jeden Tag immer ein bisschen schlechter gelaufen ist und wir haben schon gesehen, okay, da stimmt irgendwas nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Haben es dann abklären lassen und er hat hinten schon auf diesen Kneiftest nicht mehr richtig reagiert in den Hinterpfoten. Und dann war die Entscheidung relativ schnell klar, dass wir es operieren lassen. Man kann ja diesen Bandscheibenvorfall erst sicher diagnostizieren, wenn der Hund in der Röhre ist. Das haben wir dann gemacht, also der wird ja für diesen Vorgang auch narkotisiert. Dann haben sie den Bandscheibenvorfall festgestellt, das war im Bereich der hinteren Wirbel. Und dann haben sie ihn auch direkt im Anschluss operiert. Das Problem bei Barney war, da ist dann ein Stück Bandscheibe auch noch nach der OP nachgerutscht. Also die erste Operation war sehr erfolgreich. Da wird ja also diese Bandscheibe lappt da so über und das, was da so übersteht von der Bandscheibe, wird dann weggeschnitten, einfach, dass der Druck entlastet wird. Nach der ersten OP war alles super. Er ist auch dann raus, ist von selber aufs Klo gegangen. Und dann ist aber wohl kurz danach ein Stück Bandscheibe nachgerutscht und dann ging es ihm wieder sehr viel schlechter. Ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Ich habe es nur vom Arzt erzählt bekommen. Der Hund ist ja da die ganze Zeit in der Klinik. Man darf den auch nicht besuchen, weil der Hund ja dann logischerweise erstens ganz viel Aufregung, ganz viel Stress bekommt und dann versteht er auch nicht, wenn man dann wieder geht. Also es macht schon Sinn, aber es war ganz schön hart für mich. Dann haben sie ihn wieder in die Röhre und dann nochmal operiert. Also kurz hintereinander zwei Vollnarkosen, kurz hintereinander zwei ganz schön schwere OPs. Und dann konnte ich ihm nach über 4 Tagen in der Klinik dann endlich abholen nach Hause. Dann konnte der erstmal seine Hinterbeine eigentlich gar nicht bewegen. Also das war schon ziemlich heftig, ihn so zu sehen. Er hat sich mega gefreut, dass wir ihn abgeholt haben. Das war echt schön, aber also das war schon krass. Man denkt sich dann erstmal, okay, ich kann jetzt gleich so einen Hunderollstuhl kaufen. Das war's jetzt. Aber er hat sich erstaunlich gut erholt. Das alles hat Zeit gebraucht. Es war sehr aufwendig. Wir haben ganz viel ihn massiert, versucht, die Nerven zu stimulieren, haben ganz viel Muskelaufbau gemacht, Training gemacht. Und toi, 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 es ist immer noch nicht ganz weg. Er hat mal bessere Tage, mal schlechtere Tage. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen wieder. Und wir gehen regelmäßig zur Physiotherapie. Da wird er massiert und er bekommt auch Hydrotherapie, das ist die Arbeit auf dem Unterwasserlaufband, um eben die Muskeln aufzubauen. Also Barney ist jetzt im OP, es ist tatsächlich Bandscheibenvorfall zwischen dem 11. und 12. Lendenwirbel. Und der Arzt meinte, dass es eigentlich besser wird nach der OP und dass er es erst einmal erlebt hat bei einem Hund, dass es tatsächlich schlechter geworden ist. Ja, dass es halt wichtig ist, dass es nach der OP dann besser ist als vor der OP. Also der Doc hat angerufen, hat gesagt, OP ist gut verlaufen, aber er hat nicht alles von der Wirbelsäule, also von der Bandscheibe rausgekriegt, weil ein Teil mit den Hirnnerven verklebt war. Hört sich super widerlich an. Er meinte, da muss man jetzt halt dann gucken, kann sein, dass er noch mehr Schmerzen hat einfach. Ja, und er ruft mich morgen nochmal an und...
So, ich mache jetzt gerade Futter für die Jungs. Und so sieht es gerade morgens bei uns aus. Also er kriegt Metacam, Schmerzmittel. Dann kriegt er Clavaseptin, das ist das Antibiotikum. Dann kriegt er Gabapentin, das ist Schmerzmittel. Und Alunal, genau, das ist noch für die Blasenfunktion. Aber das kann man jetzt dann eigentlich bald schon weglassen, weil das macht er echt gut. Und dann kriegt er natürlich noch sein Schilddrüsenmittel, weil er ja eine Unterfunktion hat. Das Gute ist, dass er so einen Hunger hat, dass der das gar nicht rafft, sondern einfach reinschlingt. Das kenne ich eigentlich auch nicht von ihm, aber ist ja ein gutes Zeichen. Okay, ich denke. Ja. Damit der Banockler ein bisschen rumlaufen kann, hat er jetzt seinen eigenen grünen Teppich. Ich würde sagen, Crafts kann einpacken. Wir waren gerade beim Tierarzt zur Nachkontrolle. Sieht alles gut aus, die Fäden kommen am Montag raus und er ist jetzt echt schon gut gelaufen. Also die Ärztin meinte auch, ich muss ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen, der darf ruhig ein bisschen laufen und halt dann langsam steigern. Ich merke halt auch langsam, wie es ihm echt langweilig wird. Also der hat sich jetzt total gefreut, hier auf der Wiese vom Tierarzt zu schnüffeln, weil das natürlich super spannend ist. Und der braucht jetzt schon auch wieder so ein bisschen Action, ein bisschen. Also die Ärztin meinte 4 bis 6 Wochen und dann ist es größt. Und er hat es jetzt endlich geschafft, allein aufs Klo zu gehen. Das hat am Anfang gar nicht funktioniert und jetzt Gott sei Dank, also auch sein großes Geschäft, klappt jetzt. Und das ist Wahnsinn, wie sehr man sich über so einen Haufen Scheiße freuen kann. Du bist so süß, Krankerle. Jo. Schatz. Ja, Jacke. Super, jawohl. Gut. Immer, gleich nochmal. Ja? Super, jawohl. Gut, klar. Oh.
Für mich prima, ich hätte Bär. Tuba, Schatzi.